Hi Freunde, Myrolox hier. Im heutigen Video sprechen wir über die Stärke von Rocksteady, Sebek und diesmal passt das Wir wirklich gut, denn ich mache das Ganze zusammen mit dem One Piece Theoretiker. Wir sprechen also darüber, was die wahre oder richtige Stärke von Rocksteady, Sebek ist, wie er seine Kämpfe bestritten hat, also mit welchem Kampfstil und warum der Schwertkampf somit das prägendste Indiz für seine wahre Stärke ist. Darum geht es im heutigen Video. Bevor es allerdings dazu kommt, ihr merkt auch schon, der Upload-Tag vielleicht für den einen oder anderen ungewohnt, liegt daran, dass dieses Video gesponsert ist und zwar von Raid Shadow Legends. Viele von euch haben wahrscheinlich in letzter Zeit von Raid Shadow Legends gehört. Auch ich habe das Ganze auf meinem Kanal vorgestellt und dieses Spiel ist eines der Top 3 RPG-Spiele im Google Play Store und wurde aktuell sogar als Finalist für die Best of 2019 User Choice im Google Play Store nominiert. Und das Ganze ist wirklich eine enorm heftige Leistung für das, was das Spiel in den letzten Monaten erreicht hat. Das Spiel wird immer populärer und konnte in einem halben Jahr fast 15 Millionen Downloads erreichen. Das Ganze an sich natürlich eine riesige Leistung und in dem Spiel selbst entdeckt ihr bis zu 13 verschiedene einzigartige Orte, genießt halt die Story-Kampagne oder holt euch eure extra Portion Ego in der PvP-Arena ab, so wie ich es immer mache. Und wöchentliche Turniere und Events halten euch halt immer die Möglichkeit offen, irgendwas im Spiel zu erledigen. Das heißt, ihr habt nicht das Problem, dass es irgendwie Mangelware an Content gibt. Ihr könnt eure Helden verbessern, das ist natürlich immer eine gute Sache, oder ihr könnt generell halt einfach die Events und Turniere wahrnehmen. Und das Beste daran ist, dass Raid Shadow Legends komplett kostenfrei ist. Damit der Einstieg besonders angenehm ist, wurden auch die verschiedensten Progressionsbelohnungen integriert, sodass ihr halt kostenlose Champions erhaltet, euch generell verbessern könnt und ja, das ist halt einfach der Weg, den dieses Spiel beschreitet. Auch eine Roadmap existiert, woran man halt sieht, wie die Zukunft von Raid Shadow Legends aussieht und die sieht wirklich vielversprechend aus, denn es sind verschiedenste Sachen geplant, die in naher Zukunft umgesetzt werden sollen. Also wenn ihr Bock habt, ladet euch das Spiel gerne über die Links in der Beschreibung runter und erhaltet bis zu 50.000 Silbergeld und einen kostenlosen epischen Champion mit dazu als Punkt des neuen Einsteigerprogramms. Also viel Spaß, Leute! So, starten wir jetzt auch mit dem eigentlichen Thema und zwar der Stärke von Rocksteady, Sebek beziehungsweise einfach sein Kampfstil. Worauf hat er seinen Fokus gelegt? Und das ist auch quasi der Start in dieses Video. Darauf auch direkt die Frage an dich. Was glaubst du, wie hat der eigentliche Hauptkampfstil von Rocksteady, Sebek ausgesehen beziehungsweise wie stellst du dir seinen Kampfstil vor, weil er muss ja offensichtlicherweise sehr stark gewesen sein. Ja, wir haben auch gesehen, dass er mit einem Schwert sozusagen gegenüber von Roger und Garp stand. Die Frage ist, war er jetzt wirklich so ein klassischer Schwertkämpfer oder war er eher so wie Roger, weißt du? Weil Roger hat ja auch so ein Säbel und eine Pistole und alles, aber wir haben es gerade schon uns darüber unterhalten, der hatte nämlich einen Wellenschliff in dieser Waffe, in dieser Klinge und das bedeutet eigentlich meistens in One Piece, dass es eine Klinge ist vom höheren Wert, sag ich mal. Vielleicht ein Königsschwert, vielleicht auch ein Drachenschwert, man weiß es nicht, aber es sieht auf jeden Fall so aus, dass es eine ernstzunehmende Klinge ist und nicht nur so 0815 Alibi-Säbel jetzt wie bei Roger. Ich kann mir vorstellen, dass er damit gekämpft hat, aber auch vielleicht mit einer Teufelsfrucht. Ich glaube immer noch, dass er vielleicht der Vorbesitzer der Finsternisfrucht war oder sonstiges, dass er damit gekämpft hat oder mit der Bebenfrucht oder so, die dann danach Whitebeard bekommen hat oder sonstiges. Ich glaube, er hatte eine Teufelsfrucht plus Schwert. Also er war so ein Allrounder, weißt du, so ein, mit Schwert und Teufelsfrucht, glaube ich. Ja, also ist ja auch wahrscheinlich naheliegend dessen, dass er alles haben musste, um auch irgendwie Big Mom, Kaido, als auch Whitebeard und so unter seiner Crew zu vereinigen. Natürlich, das ist schon eine krasse Stärke und dafür muss er halt in jedem Bereich krass gewesen sein, um halt ganz oben in der Nahrungskette zu stehen. Vielleicht ganz kurz dazu, Finsternisfrucht passt sehr gut, weil man darf nicht vergessen, Blackbeard hat ja im Buch der Teufelsfrüchte von der Frucht gelesen und hat durch das, was da stand, für sich entschieden, dass es die stärkste Teufelsfrucht in One Piece sein muss, also in der Welt quasi sein muss und das würde ja nicht funktionieren mit jemandem, der nur eine Teufelsfrucht hat oder wenn da nur was drin steht von Leuten, die Teufelsfrucht hatten und nie das richtige Potenzial voll ausgelotet haben und wenn jetzt zum Beispiel ein Rocksteady, Sebek die Finsternisfrucht hatte, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass er auch das volle Potenzial davon komplett ausgenutzt hat und deswegen würde es ja auch nur Sinn ergeben, dass im Buch der Teufelsfrüchte sehr, sehr viel darüber drin steht, was man mit der Frucht alles erreichen kann. Also das würde halt, finde ich, so ein bisschen dafür sprechen, oder wie siehst du das? Ja, das denke ich auch. Wir haben jetzt auch gerade seit der aktuellen im Chapter erfahren, wie gesagt, dass Teufelsfrüchte, also bestätigterweise jetzt, dass sie über 800 Jahre alt sind, weil Toki die Zeitfrucht hatte und vor über 800 Jahren geboren war. Und jetzt ist die Sache, dass jemand eine Finsternisfrucht, also die Finsternisfrucht wird wahrscheinlich nicht 800 Jahre verschollen gewesen sein, dass jemand die gefunden hat. Es wird einen Vorbesitzer gegeben haben, zu 100%. Ja. Dann ist nur die einzige Sache, die ein bisschen dagegen spricht, dass Sebek die gehabt haben könnte, ist, dass Whitebeard so ein bisschen verblüfft war jetzt auf Marineford, dass Blackbeard die einsetzt, weißt du? Aber vielleicht auch gerade deswegen, weil er sie kennt von Sebek, weißt du? Das ist so ein bisschen, aber es ist ja auch das Ding, Whitebeard hat ja trotzdem dann auch Blackbeard angegriffen und
ja, er hat so ein bisschen ja, so gehandelt, als würde er die Finsternisfrucht nicht kennen. Und das ist das Einzige, was so ein bisschen dagegen spricht, ja. Aber ey, es wäre auch krass, wenn Sebek die, ja, die Gum-Gum-Frucht gehabt hätte, ne? Das wäre auch heftig, oder nicht? Das wäre auch sehr heftig und würde dann, ja, also dann würde man sich vielleicht auch fragen, warum ein zum Beispiel Garp oder, also wie Garp dann halt reagiert hat, als er das erste Mal gesehen hat, dass Ruffy die Gummifrucht gegessen hat, so, weißt du, weil dann hätte da ja auch eine Reaktion sein müssen. Für mich vielleicht noch ein Aspekt, bevor wir dann auch auf den Hauptaspekt des Schwertkampfes kommen, für mich noch ein Aspekt, der für die Finsternisfrucht spricht. Es kann ja auch sein, dass er einfach beides hat, Finsternisfrucht und einen krassen Schwertkampf, aber was dafür spricht, ist halt, dass es auch erklären würde, warum Garp überhaupt eine Chance hatte gegen Kaido, Big Mom, Whitebeard und Sebek in diesem ganzen God Valley Vorfall, weil die Finsternisfrucht ja Teufelsfrüchte auskontert und ein Garp, der keine Teufelsfrucht gegessen hat, vielleicht so die einzige Person sein könnte, die da irgendwie gegenhalten kann, weißt du, weil er hat halt die Finsternisfrucht, die im Hauptaspekt dafür da ist, um Teufelsfrüchte auszukontern, und wenn dann jemand kommt, wie Garp, der halt von Teufel, also der keine Teufelskraft nutzt, ist das vielleicht ein Aspekt, der so ein bisschen dafür spricht. Das, ja. Aber ja, erzähl erst. Ja, das ist auch gerade so ein Aspekt auch in der Gegenwart jetzt so. Ich denke mir oft, Shanks als Kaiser ist eigentlich am besten dran, weil er keine Frucht hat, so, also von dem, was wir jetzt denken, so. Weißt du, es gibt viel zu viele Gefahren. Es gibt Seesteine, es gibt Wasser und oder so, ja, jemand wie Blackbeard, der alles auskontern kann. Du bist als Teufelsfruchtnutzer eigentlich so in den höheren Rängen bei One Piece eigentlich nur gearschter als ohne. Wenn du ohne Teufelsfrucht dich so stark machst wie ein Garp oder ein Shanks, da bist du eigentlich, ja, hast du eigentlich einen Vorteil. Ja. Schaut man sich mal Big Mom in Wano Kuniak an, wo sie da angeliefert wurde, weißt du, in Seesteinketten, konnte sie halt auch nichts mehr machen. Also, was heißt nichts mehr machen, aber war schon auf jeden Fall sehr stark eingeschränkt. Kommen wir aber zum entscheidenden Aspekt. Wir haben im Chapter 957 auf zwei Panels gesehen, wie gesagt, man hat nicht sehr viel gesehen, aber dass er ein Schwert trägt. Es ist an sich ja nichts Ungewöhnliches, aber für mich so ein bisschen, und da möchte ich gleich halt deine Meinung auch dann dazu hören, ist das, Kaido nutzt ja die Keule und hat schon damals eine Keule genutzt. Man sieht es auch in den Screenshot oder in dem Panel quasi, was man damals gesehen hat. Er hat schon damals eine Keule genutzt, also auch eine Waffe. Big Mom nutzt auch Schwerttechniken und hat eigene Schwerttechniken mit der Seele, die sie da quasi in das Schwert mit eingebunden hat, in den Hut mit eingebunden hat. Whitebeard hat ja auch ein Drachenschwert, diese Waffe, die ja dieses Naginata, was ja auch schon in dem letzten Video von mir mit behandelt wurde. Und man darf nicht vergessen, die anderen Charaktere, wie Shiki nutzt auch Kling, Captain John war auch ein Schwertkämpfer, wie wir wissen, und die anderen Charaktere, die wir nicht kennen, wie zum Beispiel nur den Titel Silberaxt, lässt ja schon darauf vermuten, dass diese Person auch eine Waffe genutzt hat. Das heißt, scheinbar scheint ja Roxy Sebek selbst ein erfahrener, ja, Kämpfer mit Waffen zu sein, weil sonst könnte er halt all diese Talente in ihren Bereichen, wie mit dem Schwert und so weiter, ja auch nicht unter sich führen, weißt du? Guck mal, so in seiner Crew sind überall Leute, die erfahren irgendwie mit Waffen sind, und er ist dann so der Einzige, der nur das Schwert zur Deko mit dabei hat. Das, finde ich, passt schon mal nicht. Dann die Wellung in dem Schwert, die natürlich darauf hinweist, dass es ein höheres Schwert ist. Vermute ich auch, ein Drachenschwert würde sehr gut passen. Das, wie gesagt, das ist halt so auf jeden Fall die Rangfolge, weil bei ihnen halt alle in der Crew so einen Fokus auf Waffen haben, weißt du? Das ist für mich so ein Aspekt, der sehr gut dafür spricht. Das ist halt wirklich so, und es gibt ja diese, wir haben ja ein paar Shots, ein paar Silhouetten, ein paar Umrisse von ihm gesehen, und ja, also das Schwert, es wurde schon so ein bisschen hervorgehoben. Also ich denke auch, der hat mit Schwert gekämpft, aber man muss auch sagen, bei dem einen Shot, wo er so den Mund aufmacht und so lacht, so, da sieht er, ey, ich bin ganz ehrlich, da sieht einfach Blackbeard so ähnlich, und das wäre einfach dann auch wieder so cool, wenn er auch die Finsternisfrucht gehabt hätte, ne? Beides auf einen Schlag. Vor allen Dingen auch hier vielleicht, was für mich dafür spricht, dass es auch kein Königsschwert ist. Whitebeard hält ja auch da schon dieselbe Waffe, die er quasi auch schon im Flashback jetzt hat mit Oden. Also das heißt, er hat die Waffe ja schon ewig bei sich, und das ist halt ein Drachenschwert. Also warum sollte Sebek ein Königsschwert haben, weißt du? Ich glaube, es passt nicht. Ich glaube, er hat ein Drachenschwert auch. Denke ich auch. Würde sehr gut passen. Vielleicht das, ja, obwohl, das Shusui der Ersten, weiß man nicht. Das sieht ja eher so aus, dass der Gorosei mit der Glatze das hat, aber also ein Drachenschwert, denke ich auch. Ja. Also wenn, wie gesagt, schon jemand, der Rang niedriger als er ist, jetzt in der Crew schon, also Whitebeard in dem Falle, schon ein Drachenschwert hat, denke ich auch, würde auch ein Drachenschwert haben. Und dann vielleicht nochmal der letzte Aspekt. Was hältst du eigentlich davon, dass, also Mihawk ist ja, hat ja den Titel als bester Schwertkämpfer in One Piece, ne? Aber was hältst du davon, dass er quasi sich auch nie was auf diesen Titel gegeben hat, weil vielleicht auch ein Mihawk und ein Shanks, die ja beide noch eher jünger sind als die anderen, vielleicht
nur am Rande mitbekommen haben, dass es immer mal jemanden gab, den sie vielleicht auch jetzt immer noch nicht so das Wasser reichen könnten, eventuell, weißt du, was ich meine? Ja, so, Mihawk ist ja jetzt aktuell der stärkste Schwertkämpfer, aber man darf ja nicht vergessen, auch ein Zorro und so wissen sehr gut Bescheid oder jeder Schwertkämpfer weiß eigentlich darüber Bescheid, dass es über andere Schwertkämpfer in der Welt oder über andere Schwerter und generell über Techniken und so, die dann halt immer weitergegeben werden. Gerade bei Schwertkämpfern ist ja immer auch dieses von Generation zu Generation und auch bei den Herstellungen von Schwertern wird ja immer die erste und zweite Generation und sowas mit genannt. Das heißt, vielleicht ist das auch ein Indiz dafür, warum sich Mihawk nie was auf seinen Titel irgendwie eingebildet hat. Er kommt ja nirgendwo hin und sagt, ja, ich bin der krasseste Schwertkämpfer, so. Das sagen ja nur andere immer über ihn. Und vielleicht ist das auch ein Aspekt, dass er irgendwann mal mitbekommen hat, dass es einfach jemanden gibt, vielleicht auch, ja, dadurch, dass Roger natürlich Shanks in der Crew hatte und Shanks natürlich Konfrontation mit Mihawk hatte und dass dann vielleicht einfach mal durch einen Shanks die Info kam, Alter, wir kommen da einfach nicht ran, so, weißt du? Also, dass es einfach eine Person gab, die nochmal deutlich darüber stand, halte ich auch für einen sehr, sehr guten Punkt und würde die Verbindung auch nochmal schaffen, weißt du? Das denke ich auch, dass das, also ich glaube auch nicht, dass Mihawk so ein Typ ist, dass der, vielleicht als er jünger war, war er wirklich hinter stärkeren Gegnern hinterher und sonstiges, aber ey, der bildet sich ja nichts darauf ein jetzt gerade so, ne? Der sitzt da einfach auf seinem Thron, will ich jetzt mal sagen, und scheiß drauf, so, weißt du? Und der macht einfach sein Ding, so. Der sucht jetzt auch keine Gegner mehr, so. Man hat aber gesehen, er hat sich ein bisschen hochgekocht, sind Emotionen, beziehungsweise ein bisschen gefreut oder so, hat er sich ja als Vista gegen ihn angetreten ist, wenn man das so sagen kann. Aber da ist er so ein bisschen, hat ihn auch genotet so, als Vista und wusste, dass er da ist und hatte so ein bisschen, aber ich glaube auch nicht, dass der sich da was rausgemacht hat, so. Ja, ich glaube, vielleicht ärgert er sich auch so ein bisschen, weil er niemals die Chance bekommen wird, sich mit jemandem wie ihm zu messen, also wie Roxy Zebek, weißt du? So einfach sich denkt, oh Mann, ich hätte gerne mal mit dem gekämpft. Meinst aber du, das vielleicht dazu. Meinst du, Zebek ist tot? Also meinst du, Zebek wurde getötet? Ja, oh, das ist halt auch wieder so. Die Übersetzung ist ja quasi, was Sengoku sagt, ist, er ist nicht mehr unter uns. Ja. Das ist ja das, was Sengoku sagt. Die Sache ist halt auch die, du hast das ja auch schon mal gelesen, und man sieht es nicht ganz raus, weil halt ihm, sag mal, quasi der Kopf sowieso verdeckt ist durch das Ding, sieht man es nicht ganz raus, aber es gibt ja die Theorie, dass Imsama Roxy Zebek ist noch, weißt du? Ja, ja, also so, wäre auch cool so. Imsama ist ja auch verschollen. Ja, es wäre geil auf jeden, aber Imsama ist ja auch verschollen. Also keiner weiß ja, dass es Imsama gibt, keiner außer die fünf Weisen und so. Deswegen würde halt auch sehr gut passen und wäre halt so voll der Twist, weißt du, wenn er auf seine alten Leute trifft. Das wäre auch irgendwie nice, wenn er irgendwie gerettet werden konnte oder so oder sich noch am Leben gehalten hat mit irgendeiner übernatürlichen Kraft, man weiß es nicht und so. Und jetzt als Imsama da herrscht, weil dann würde es auch Sinn machen, ne, das, also er war ja damals zu Rogers Zeiten der Antagonist, der Bösewicht der Welt, so, also er war ja wirklich das Böse überhaupt, so. Ja, ja. Und jetzt das Böseste überhaupt, man könnte sagen Blackbeard, aber eigentlich ist ja Imsama noch eine Nummer krasser, so, ne, und das wäre schon krass, definitiv. Ey. Definitiv. Würde auch erklären, viele von euch haben das wahrscheinlich auch schon mal sich gedacht, warum haben sich beispielsweise fünf Weisen und so und auch viele andere Leute nicht mit in das Marinefortgeschehen und so mit eingemischt, aber stellt euch mal vor, Imsama ist wirklich Roxy Zebek, dann kann der ja sehr gut einschätzen, was aus Leuten wie Kaido, Big Mom und Whitebeard, also er kann die sehr gut einschätzen, weil die unter seinen Fittichen war, er hat die höchstwahrscheinlich trainiert und dazu gebracht, was sie heute dann oder heute sind oder damals halt waren, was halt einfach heißt, dass er es sehr gut am besten einschätzen kann, besser als jeder andere in der Welt und das wird halt auch erklären, warum er sich da so locker hinsetzen kann und obwohl es schon 1000 bremsliche Situationen gab, sich nie wirklich zeigen musste, weil er halt immer die Zügel noch in der Hand hatte, das vielleicht noch, ja, quasi dazu. Oder hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen? Nee, das ist auch leider die Kehrseite der Medaille, dass man nichts weiß. Das ist also die eine Seite ist, dass er einer der geilsten, krassesten und interessantesten Charaktere überhaupt ist, die andere Seite ist, dass wir halt ja, so gut wie nichts wissen über ihn, ne? Und deswegen, ja. Ja, typisch One Piece, muss man sagen. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von Roxy Zebek? Was glaubt ihr, hat er für eine Stärke? Wie gesagt, ich bin auch mehr so in dem Team von, was auch Jan gesagt hatte, sprich Finsternisfrucht und zusätzlich ein heftiger Schwertkampf. Also nochmal so eine Stufe über dem, was zum Beispiel Mihawk ist, nicht nur den Schwertkampf komplett gemeistert zu haben, sondern auch noch eine Teufelsfrucht mit dazu. Schreibt das auf jeden Fall mit in die Kommentare. Eure Meinung da sehr willkommen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall bei dem Video von One Piece Theorie mit vorbei, ist in der Beschreibung auch mit verlinkt und ich bedanke mich wie gesagt fürs Zuschauen, Leute, haut rein und ich sag ciao und tschüss.